Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Fallout 4. natürlich Anno 2205. So, wir haben jetzt hier gesehen, wir haben einige Sachen wieder Probleme zwar in alten, ja, unseren alten Dinger. Die könnten wir mal hochstellen, Mann. Ne? So, bestätigen. Sortiere Daten. So, jetzt müssen wir unbedingt mehr. Genau hier. Wir müssen unbedingt mehr Luxusgüter produzieren, damit wir die Antarktis auch fördern können. Die normale Welt machen wir jetzt bereits, indem wir die Implantate hochgeschraubt haben. Darum geht es unsere Bevölkerung sowie unser Budget, sage ich jetzt mal, wieder hoch. So. Jetzt schauen wir mal. Wer Konkurrenz immer einen Schritt genau. Voraus. Da sind wir uns wohl einig. Willkommen. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Balance hier fast mit 90 Baubots. Ja gut, das haben wir ja noch rumstehen, ne? Wir haben gerade diese Quest hier noch. Vorbereitung wieder bis zum nächsten Punkt, wo wir warten müssen. Plus, dass ihr wisst, geht schneller. So, Baupots entnehmen. So, und das Flugzeug beliefern. Das heißt, wir haben gleich 2000 Energie mehr, weil das der letzte Schritt war für diesen Staudamm. Damit an. Kriegst du schon hin. Nein, kriege ich nicht, weil ich keinen Krieg möchte. Peace, Love and Rock'n'Roll. So. Make Love, not War. Wir haben schon den Bildungsauftrag. So, trotz der gehaltenen Plus-Taste geht es wirklich ziemlich lange. Wenn Sie hier sind, wer kümmert sich dann um das Problem? Tja. Der zweite Damm ist fertig. So. Ich muss sagen, Sie treiben unser Projekt voran. Okay, also wir brauchen mehr Luxusgüter. So, plus 16. So, was fehlt uns jetzt? Wir brauchen mehr Fleisch. Wir brauchen mehr Soja. Wir brauchen mehr Wein. Also ist schon gut, dass wir... Ja. Wollte ich jetzt sagen, ist schon gut, dass wir hier genug Ressourcen haben, um Upgrades zu machen. Und dann bing und zu wenig. Okay, aber wir haben jetzt genug gehabt, um das zu fördern, was wir brauchen. So. Objektprofil wird aktualisiert. Okay, dann gehen wir mal rüber. Da, momentan hier stimmt alles, hier haben wir noch Probleme. Unsere Bevölkerung wächst auch die ganze Zeit. Ich werde gleich mal schauen, wie viel wir brauchen bis zum letzten Level up. Fast gedrückt, okay. Ja, okay, fehlt ein bisschen was, fehlt da. So, also wir brauchen mehr von den. Was ist neu verfügbar? Neue Baupläne. Hochsicherheitslabor, okay. Das ist immer so ein Ding, wenn man neue Sachen bauen kann, dann kann man davon ausgehen, dass die bald auch danach schreien. So. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern ja, entdeckt. Mir ist gerade eingefallen, ich kann dir gar nicht bauen. Hi, wie geht? Ich mache gern Geschäfte mit dir. So. Ich kaufe jetzt die Sachen ja auch ein bisschen, okay. Damit ich vielleicht schon ein bisschen ein paar neue Gebäude bekomme. Ein bisschen was einpacken kann, wo sie gar nicht wirklich versorgt sind. So, also. Das ist so cool. Man kauft was, verkauft was und lernt neue Leute kennen. Das Leben ist hart, Mann. Echt hart. Okay, ich weiß ja nicht gar nicht, wieso du das jetzt erwähnt hast. So. Ja, immer noch Minus. Wahrscheinlich werden uns die Korallen fehlen. Ja, uns fehlen Korallen. Oh je. Oh je. Fische hier. Korallen haben wir alles ausgebaut. Wahrscheinlich, ja. Ich vermute jetzt mal, dass wir... nur neue bauen müssen. Wahrscheinlich haben wir jetzt nicht mehr Platz für den Korallen. Nee, ist auch alles voll schon. Auch alles voll.
Auch schon voller Korallen. Ja, und die Plätze sind auch belegt. Gut, dann müssen wir auf der anderen Insel noch nach freien Slots suchen. Da. Bauen. Wissenschaftler Korallen. So. Okay. Oh, wir haben zu wenig Transportmittel. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird es auch bald ausgehen. Ich sollte, Notiz an mich, nicht so viel darüber auf solche Sachen studieren. Gibt eh nur wieder Bangel, so, warte mal, mach ich doch mit den Reihen. Und zu wenig Strom. Ah gut, wir haben ja hier... ja. Was haben wir für eine Quest hier? Achso, wir müssen immer die Schiffe transportieren, ne? Abgeben. Das bringt uns zwar jetzt nichts, was das Stromproblem anbelangt, aber vielleicht können wir da mit Logistik was tun. Warnung. Energiebedarf nicht. Oh nee, zu wenig Stimulantien. Aber warte mal, aber da möchten sie Informationen. Und die kann ich bestimmt schon mal erfüllen, denke ich mal. So, und hier rüber. So, okay. Abklicken. Okay, irgendwo brauchen die Leute jetzt Informationen. Irgendwo ist die Information nicht abgedeckt. Könnte überall sein eigentlich. Die kann echt überall sein. Wo bitte? Da müsste ein Symbol ist über den Köpfen. Ah was? Ah ne, das Paket. Müsste ein Symbol über den Köpfen stehen, wenn die wirklich... Kann ich da irgendwie klicken dazu fahren? Achtung, Unterversorgung mit aus dem Hafenregion? Wirklich, ernst? Tatsache, super. Naja, gut. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Stell dir vor. Wenn der mir im Angebot hätte, die Waren sind unterwegs. Vielen Dank. Dann wäre das alles kein Problem. Okay. Machen wir in dem Fall mal hier weiter. Ich mag die Art, wie sie ihre Geschäfte abwickeln. Aktivieren den Zünder. Den hier? Yes. Diese Kanäle werden uns helfen, die Welt zu ernähren. Ich melde mich, wenn der zweite Kanal bereit ist. Okay. Jetzt haben wir hier eine Durchfahrt geschaffen und ein Sektorprojekt. Okay. Wir haben jetzt... Oh Gott, unsere Energie, ey. Der fliegt jetzt hier umher, ne? Suchen Sie den Ort unseres Projekts auf. Die nächsten Schritte fallen in Ihre Verantwortung. Ich hoffe, Sie wollen mir die Ergebnisse des Auftrags präsentieren, den ich Ihnen gegeben habe. Was finde Robbenkolonien? Das hier, hä? Eine, drei, zwei, drei, so. Eine schnelle und wirksame Lösung. Ich werde mich wieder bei Ihnen melden, wenn ich jemanden Zuverlässigen brauche. Aha. Normalerweise beteiligen wir uns nicht an Kooperationen, aber wir brauchen jetzt einen verlässlichen Partner. Okay, jetzt haben wir hier irgendwelche Zerstörer, die wir ausschalten müssen. Wo ist denn das bitte schön? Okay, holen wir mal die Drohne ab. Volle Kraft voraus. So, Plus-Taste. Also, das ist eine Angriffsdrohne. Zerstören Sie Eisberge mit der Drohne. Ach so, okay. Die da Eisberg hier, irgendwie? Scheint so. Hä? Ah, da kommt sie.
Boah, die halten mehr als in einem Schiff. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Roger. Sieben Schritte braucht es für dieses Sektorziel hier. Sehr schön. Eindeutig eine Verletzung der Regeln. Dieses Projekt wird von den Arctic Custodians nicht länger unterstützt. Sie sind da. Gut. Dann hat die Reise sich gelohnt. Wie wäre es mit einem kleinen Projekt? Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsmitteln. Ja. Das wird nicht besser, solange wir nicht mehr Ressourcen haben. Ich möchte wirklich ohne Krieg schaffen. Das wird ein bisschen dauern. Aber es müsste eigentlich möglich sein, dein Tisch. Geh mal kurz im Mond schauen. Meine Leute können jeden Credit und jede Kiste mit Waren gebrauchen. Kommen Sie zu meinem Camp, wenn Sie etwas entbehren können. Nur können wir keine Ware verkaufen, wir können höchstens ihre Sachen abkaufen. Dank Ihnen geben wir den Widerstand nicht auf. Sie können nicht lange bleiben. Mich kennt man dort. Daher wäre es unklug, wenn ich das selbst machen würde. Erfolgsliste aktualisiert. Okay. Okay, irgendwo Sachen wurden hier abgestellt scheinbar. Ich muss jetzt einsammeln. Irgendwelche Waren. Das hier. Bei dem Fahrzeug muss ich jetzt die Sachen einsammeln. Zur Nebenquest wieder. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchs. Ja, Verjüngungskuren. Solange wir leider machen jetzt 10 von diesen Upgrades zuerst, dass wir den Raum haben upgraden können, damit ich die überhaupt importieren könnte. Bis dahin ist leider Essig damit. So. Ich kann natürlich überall sein. Na super, da sind sie zum Beispiel auch. Wie viel muss ich sammeln von den Dingern? 6. Das kann er dauern. Ich frage mich jetzt gerade, gibt es genau 6 oder kann es auch sein, dass ich mehr finde? Oder dass es mehr hat, sozusagen. Natürlich interessant zu wissen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier genau schauen würde, hätten wir unterwegs auch noch welche, die ich jetzt vorbeifahre. Nee, nicht mal. War da was? Ja, da war was, tatsächlich. Verstanden. Hier ist auch noch was. Okay, also es muss ja echt Zufall sein, wenn ich so viele finde. Außer es hätte mehr, als wir bräuchten. So, hier war noch das, genau. Wir müssen noch oben durch und hoffen, dass wir noch eine Kiste finden. Oder eine Unterkunft. Hätten wir dann aber auch alles so inaktiv. Okay. Sehe ich hier nichts mehr. Nö, hier ist nichts. Oh oh. Wo ist hier noch ein einziges Lager? Brauchen wir noch? Was ist oben eins? Nee. Houston, we have a. Ah, da. Hat doch tatsächlich nur 6, weil ich bin ja eigentlich jetzt fast wieder rum. Das war das Einzige, was ich noch gesehen habe. Na gut, mal schauen. Deshalb machen wir ein kleines Plus, nicht so viel eigentlich, aber immerhin etwas. Na komm. Machst du kurz Pause? Ich dachte, wir hätten was Besseres zu tun. So. Achso, muss ich noch zum Buggy bringen. Ist es der jetzt? Fahrzeuge zum Abschluss des Auftrags. Sie haben uns das Leben gerettet. Das betrifft Sie ebenso wie uns. Werden Sie einschreiten? Okay. Ja.
150 brauchen wir, 60 haben wir. Bitte vergessen Sie es nicht. Das ist eine Aufgabe, die wir mit links erledigen. Okay. Wie sieht die Produktion zurzeit aus? Sauerstoff reicht aber gerade so, ne? Nicht gerade optimal. Im Gange. Wenn ich jetzt meine Häuser hier erweitern möchte, geht das? Ja, geht sogar. So. Und so. Okay, jetzt mal schauen. Jetzt haben wir schon zu wenig Sauerstoff gleich. Oh, neues Gebäude verfügbar. Creep-Sammler. Cybernetik-Fabrik. Okay, das sind Sachen, die wir jetzt wirklich auch auf der Erde schon bereits benötigen. Benötigen würden, sag ich jetzt mal. Jo, warte mal. Ich setze das jetzt auch mal hier hin. So. Genau, da geht natürlich nichts, weil uns noch die Rohstoffe fehlen. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ach was, echt? Lass mich raten. Biologikware. Nee, stimmig. Natürlich die Verjüngungskuren hier. Oh, verdammt, ich hab vergessen den. Da kommen wir einfach die Straße ziehen. Kommst du? So. Ich habe zu wenig Energie. Erfolgsliste aktualisiert. Wir haben viel zu wenig Strom. Der Strom war eigentlich mit dem Gebäude hier, aber ich habe ja. Neue Gebäudearten verfügbar. Oh Mann. Jetzt hätte ich zwar wahrscheinlich gleich die Teile, die ich brauche. Warnung. Energieknappheit. Ja, ich weiß. Gut, dass ich das los bin. Ja, hilft ja nichts. Muss ja da fast bauen, ne? Kann ich ohne Energie hier oben sein? Ach, scheiße. Wir brauchen 10 von den Dingern hier. Und jetzt ist natürlich wieder aus. Habe ich alles rausgegeben. Ja, gut, okay. Das war jetzt mal das Ende der Folge. Ich bin überlegen, vielleicht mache ich aufs doch mal so eine Schlacht oder so, aber ich möchte die nicht mehr unbedingt euch zeigen, weil es halt immer auch wirklich immer dasselbe ist und halt wahrscheinlich auf Dauer auch langweilig ist. Wir haben jetzt auf mal eine kleine Kolonie auf dem Mond gemacht. Wir haben wieder 4000 ja, in den Sand gesetzt auf dem Einkommen. Nur das bisschen hier bauen, also ihr seht schon, der Mond ist zacketeuer. Wie auch immer, schaut beim nächsten Mal rein. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.